Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Marktupdate hier von der Börse Stuttgart, von der EUWAX, wo eine gute Marktstimmung herrscht. Denn die Rekordfahrt an den Aktienmärkten, die geht weiter. Und das, nachdem es ja etwas wackelig aussah in den letzten Tagen. Am Dienstag früh waren wir beim DAX ja noch unter der Marke von 9.400 Zählern. Und heute sind wir dann gut 200 Punkte drüber bei über 9.600 Punkten. Am frühen Morgen wurde ein neues Allzeithoch sogar markiert bei 9.643 Zählern. Ja, woher kommt nun diese neue Windrichtung? Was sind die Gründe für diesen guten Swing hier am Mittwoch? Was sind die guten Vorgaben? Vor allen Dingen aus Amerika. Auch da sah es gut aus. Da läuft ja nun die Berichtssaison und die wird in den nächsten Tagen weiter an Fahrt aufnehmen. Bisher gab es keine negativen Nachrichten. Die Stimmung also der Anleger auch an der Wall Street durchaus positiv. Der Dow im Plus mit 0,7%, der S&P im Plus mit 1%, die Nasdaq sogar fast 2% vorne. Und auch in Tokio sah es nicht schlecht aus. Der Nikkei mit einer sehr, sehr guten Schlussbewegung zum Handelsende plus 2,5%. Ja, diesen Schwung nehmen dann hier auch die Anleger in Stuttgart heute früh mit. Schauen wir ganz kurz auf den Devisenmarkt. Da ist wenig Bewegung. Wir haben den Euro etwas leichter und auch Gold und Silber tendieren heute etwas leichter. Es gab Nachrichten vom Statistischen Bundesamt zum Thema Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Jetzt haben wir die Tatsachen schwarz auf weiß. Das BIP stieg im letzten Jahr 2013 um relativ magere 0,4%. Aber der Blick der Börsianer geht ja nach vorne. Und in diesem Jahr soll das Wachstum schon deutlich besser, deutlich dynamischer ausfallen. Die meisten Beobachter rechnen hier mit einem Wachstum zwischen 1,7 und fast 2% für 2014. Schauen wir auf die wichtigsten Unternehmen. Wer ist vorne beim DAX? Vorne ist die Allianz beispielsweise. Hier gab es einen positiven Analystenkommentar. Die Credit Suisse hat die Einschätzung hochgenommen von neutral jetzt auf Outperform. Und auch die Lufthansa weiter im Aufwind. Dieses Papier hat seit Jahresbeginn jetzt schon 15% zugelegt. Heute geht es weiter kräftig nach oben. Auch hier treiben positive Analystenkommentare. Sowohl die HSBC als auch die Citi haben ihre Kursziele für die Kranich Airline deutlich nach oben angepasst. Wir bleiben beim Thema Fliegen. Fraport mit den Verkehrszahlen für den Monat Dezember. Und der Reisemonat Dezember, das war ein richtig guter Monat. Zahl der Passagiere plus 2,9%. Auf Jahr gerechnet zwar dann nur ein Wachstum von knapp 1%, aber im nächsten Jahr rechnet mal mit einem Wachstum zwischen 2 und 3%. Also das ist eine gute Aussage. Das sieht nicht schlecht aus und die Fraport-Aktie hier entsprechend auch heute gesucht. Ein kurzes Wort noch zu K+S. Auch die haben sich geäußert nochmal zum abgelaufenen Jahr. Das war kein gutes Jahr. Das wissen aber auch die Börsianer. Die Kalipreise waren ja deutlich unter Druck und so fiel auch das Betriebsergebnis beim Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S auf gut 600 Millionen Euro nach 804 Millionen Euro im nächsten Jahr. Aber das ist quasi auch wieder der Schnee von gestern. Die Aktie ist heute trotzdem im Plus. Es gibt nur ein paar Verlierer im DAX. Deutsche Börse, SAP, Lanxess und Henkel mit ganz, ganz kleinen Minusvorzeichen. Ihnen einen guten Tag. Bis morgen. Alles Gute. Tschüss.